Wir stehen heute hier in Kassel bei der Bundestarifkommission und haben sehr intensiv darüber beraten, wo wir gerade aktuell in der diesjährigen Tarifrunde stehen. Und wir haben als IG Bauen Agrarumwelt ganz viel verhandelt, ganz viele Ideen in die laufenden Verhandlungen auch eingespielt. Und die Arbeitgeber sagen, nein, nein, nein. So führt man keine Verhandlungen, so verärgert man auch die Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen, in den Betrieben. Unsere Bundestarifkommission ist stinkig. Die Arbeitgeber jammern immer über einen Fachkräftemangel. Wir haben Baustellen, die können nicht beschäftigt werden. Wir haben keine Leute und trotzdem macht der Arbeitgeber eigentlich nichts dafür, das attraktiver zu gestalten. Wie will man jungen Menschen das noch verkaufen, auf den Bau zu gehen und eine Ausbildung zu machen? Also ich würde meinem Sohn das nicht empfehlen, jeden Morgen und jeden Abend anderthalb Stunden in seiner Freizeit im Bus zu sitzen und zur Arbeit zu fahren. Das ist einfach eine Lebenszeit, die da verloren geht. Ich arbeite in einer Firma, die überregional tätig ist. Auch unsere Azubis, die anfangen, denen zu erklären, warum es zwei Tarifgebiete gibt. Und man fährt 50 Kilometer weiter an den nächsten Standort und hat ein anderes Azubi-Gehalt. Das verstehen die Kollegen auch nicht, weil die kennen die Ost-West-Mauer nicht und die muss weg. Die Diskussion über die Wegezeitvergütung zieht sich jetzt schon seit 2018 hin. Und wir als Angestellte sowieso haben auch ein Anrecht auf Wegezeitvergütung, denn wir haben die gleichen Belastungen wie gewerbliche Arbeitnehmer auch. Ich glaube, es ist Zeit, dafür jetzt einzustehen und gegebenenfalls, wenn die Schlichtung nicht erfolgreich ist, dafür in den Arbeitskampf zu ziehen. Das zieht sich jetzt schon so lange hin, seit Juni, und es bewegt sich aber nichts von den Arbeitgebern her. Da kommen sie mit Forderungen, wo man sich fragt, ob die einen einfach erpressen wollen oder ob sie gar nicht verhandeln wollen. Also die Stimmung unter den Kollegen, Mitarbeiter ist sehr am Boden, weil sie sich verarscht fühlen von der Arbeitgeber. Ich bin ziemlich betroffen. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass die Arbeitgeber ein wirkliches Interesse daran haben, in freien Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen muss jetzt endlich ein Ende gefunden werden in der Schlichtung. Und wenn die Arbeitgeber auch da nicht bereit sind, dann muss es auf der Straße zu Ende geführt werden. Wir haben heute beschlossen, dass der Bundesvorstand der IG Bauen Agrarumwelt aufgefordert wird, das Scheitern der Verhandlungen offiziell zu verkünden und die zentrale Schlichtungsstelle auch einzuberufen. Also das ist ein sehr deutliches Signal, das die Bundestarifkommission jetzt an die Arbeitgeber sendet. Jetzt ist Schluss mit lustig. Die Kolleginnen und Kollegen sind wild entschlossen. Und ich sage den Arbeitgebern sehr klar, sie sollen diese Stimmung nicht unterschätzen. Wir gehen jetzt in die Schlichtung, aber da muss sich jetzt richtig was bewegen, ansonsten kracht's. Jetzt sind wir in der Schlichtungsphase. Jetzt heißt es in den Betrieben richtig Gas geben. Jetzt heißt es am 6. Oktober zu den Bauarbeiterdelegationen nach Berlin zu kommen. Jetzt heißt es, sich vorzubereiten auf einen Arbeitskampf. Genug ist genug.